In Brandenburg gab es im vergangenen Rekorddürrejahr mehr als 500 Waldbrände auf einer Fläche von knapp 1500 Hektar, darunter 5 sogenannte Großschadensereignisse. Tausende Mitglieder der Feuerwehren, auch viele freiwillige Wehren und weitere Einsatzkräfte waren tagelang bis an die Belastungsgrenze im Einsatz. In Brandenburg gelten laut Schätzungen rund 290.000 Hektar Waldfläche als munitionsbelastet, was die Waldbrandbekämpfung deutlich erschwert und so die Großflächenbrände hervorruft. Im OSL-Kreis kam es zu knapp 130 Waldbränden, die jedoch aufgrund der Festlegung schnell und hart zuschlagen, unter 10 Hektar und damit eher klein blieben. Für die Zukunft müssen der Waldumbau und die Munitionsbergung vorangetrieben, Wassermanagementsysteme entwickelt und die Einsatzkräfte noch besser koordiniert werden. Dazu will Brandenburg jetzt ein Waldbrandkompetenzzentrum gründen. OSL-Landrat Sigurd Heinze begrüßt diese Pläne.